Einen abgedrehten guten Morgen wünsche ich euch und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir haben es jetzt gerade mal 6.11 Uhr. Ich bin pünktlich um 5.30 Uhr aufgestanden, damit ich rechtzeitig am Set sein kann für die zweite Staffel von Spotlight. Wir haben heute nämlich den Drehtag Nummer 3 und drehen heute mal wieder ein paar Szenen. Und wie ich es euch ja vorher versprochen habe, bevor ich angefangen habe zu drehen, ich nehme euch mit hinter die Kulissen und ich zeige euch vor allen Dingen mal unsere neue Kulisse. Die Schule ist quasi umgezogen und wir haben ein paar neue Leute im Hauptcast. Die werdet ihr heute auch kennenlernen und zusätzlich kommen heute noch Stargäste. Die werdet ihr ebenfalls kennenlernen. Ich trinke jetzt gleich erstmal noch einen Tee mit Honig für die Stimme. Ich meine, die Stimme brauche ich ja gleich noch ordentlich, wenn ich die Szenen spielen muss. Auf jeden Fall habe ich heute ein paar Szenen frei und da werde ich euch mal ein bisschen durchs Set führen und euch mal hinter den Kulissen alles so ein bisschen zeigen und mal mit allen ein bisschen quatschen. Und ich hoffe, da habt ihr Bock drauf. Ich freue mich auf jeden Fall mega und ich glaube, dass es ziemlich cool wird und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich am Set wieder. So Leute, ich bin jetzt am Set angekommen und wie ihr vielleicht seht, wenn ich mich umdrehe, ich bin im Kostüm. Hier sind jede Menge T-Shirts und Hemden und so weiter und da ist Lea. Lea ist ein bisschen müde, weil wir mussten heute um 5.30 Uhr beide aufstehen und sie war gestern noch auf einem Konzert. Wie war's? Mega cool. Komm doch noch näher. Weißt du? Geh weg! Und da hinten, ich lauf mal glatt hin, da ist Jonelle, das ist die Frau, die hinter den verrückten Kostümen von Mo steckt. Hey! What up? Genau, und hier sind die ganzen Shirts und Sachen und so weiter und so fort. Hier kann man durchgehen. Und hier sind die Umkleidekabinen und da werde ich mich jetzt mal umziehen und mich ein bisschen in Schale werfen. So, ich bin jetzt frisch umgezogen und hier vorne gibt's Frühstück, Croissants, Brötchen, alles, was das Herz begehrt. Und da hinten ist ein sehr, sehr wichtiger Mann, den muss ich euch kurz zeigen. Er ist gerade in einem wichtigen Gespräch, aber das ist Patrick, wie er leibt und lebt, mit einem sehr schönen Bart, den kann man sogar anfassen, der ist sehr, sehr flauschig. Das ist nämlich unser Regisseur, er sorgt dafür, dass alles gut aussieht, sagt uns, wenn wir irgendwas scheiße machen, sagt uns, wenn wir irgendwas gut machen. Und ja, wollte ich euch einfach mal zeigen, das Gesicht, damit ihr das mal seht. Und er hat eine sehr aerodynamische Brille, die ist nämlich so mit seinem Gesicht gebogen. Und wenn Wind kommt, dann geht der Wind direkt vorbei, das sieht nämlich immer, manchmal steht er so am Set und dann sieht das so aus, als würde der Ski springen, das finde ich lustig. Auf jeden Fall, das ist unser Regisseur und ich wollte auf jeden Fall, dass ihr den mal seht. Genau. So Leute, die erste Szene ist durch. Ich zeig euch das mal kurz. Ich drehe mich einfach mal. Das hier ist die Base. Da haben wir drin gedreht. Da hinten steht Dennis, aka Yannick. Das ist Dennis. Genau, das ist Dennis. Und das ist der Regisseur, den habt ihr schon kennengelernt. Und jetzt sehen wir hier die nächste Szene. Also die Base ist heute irgendwie sehr, sehr präsent. Und weißt du, was da passiert? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, welche Szene wir jetzt gerade drehen. Ich gebe mir ganz viele Dating-Tipps. Ah, stimmt. Ich gebe ihm Dating-Tipps. Ich bereite ihn vor mit Do's und Don'ts. Und dann drehe ich dazu sogar noch ein YouTube-Video. Aber für den Kanal von Mo, nicht für diesen Kanal. Und ja, hier glitzert es ganz viel. Und ja. Genau, das ist übrigens unser Kameramann, Tuki. Tuki winkt mal ja gut. Genau, er sorgt für die guten Bilder. Und ja, wir legen jetzt los, beziehungsweise machen einfach weiter da, wo wir aufgehört haben. Und ich habe ein krasses neues Hemd an. Habe ich gar nicht zugesagt, aber ich habe auf jeden Fall ein neues Hemd an. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, die nächste Szene ist durch und hier ist jetzt die ganze Truppe zusammen. Die singen gerade ein paar Lieder und hier ist sogar eine unserer neuen Personen im Hauptcast. Und da hinten ist auch noch jemand Neues. Das ist Sophie und du bist Gesina. Genau, die sind heute hier da und ich muss gleich hoch in die sogenannten Testimonials. Da zeige ich euch auch nochmal den Raum auf jeden Fall. Und da hinten sitzt auch schon Heiko oder Roman. Ich glaube Heiko, oder? Heiko. Heiko, oder? Ja. Ja, okay. Heiko sitzt hier vorne in der Maske. Ich habe mich gerade angemalt. Und ich bin so komisch. Ja, du bist wirklich ein bisschen komisch. Und du musst gleich singen, oder? Bitte? Unter anderem, ja. Ich glaube, wir müssen ein bisschen spielen und ein bisschen singen. Ah, okay. Alles klar. Ja, also ich kann was zusammen singen. Was zusammen singen? Oh, meine Rolle kann leider überhaupt nicht singen und ich leider auch nicht. Es ist die Frage nur deine Rolle oder auch du? Ich auch nicht. Also ich kann besser singen als meine Rolle. Das ist auch nicht schwierig. Die Rolle ist wesentlich schlimmer. Wir beiden sind jetzt auf dem Weg zu den Testimonials. Und wenn ihr euch hier mal umguckt, das ist echt ein bisschen eine crazy Kulisse, weil hier geht es einfach mal so ein paar Meter runter. Ich weiß nicht, ob das so wirkt, aber hier sind überall Brücken, die so durchs Gebäude gehen. Und wir gehen jetzt mal in den Testimonialraum und den zeige ich euch dann mal. Wir sind angekommen, also ungefähr 2 Meter weiter. Ich habe euch die Brücke gerade, ja, kurz vor diesem Raum gezeigt. Auf jeden Fall, so sieht das Ganze aus. Die Kulisse, die ihr am Ende im Fernsehen seht, die sieht so aus, also quasi die Schränke, die Fenster und die Wand nicht. Das, was ihr dann am Ende nicht im Fernsehen seht, ist dieser Teil. Hier sind nämlich so Reflektoren, die fürs Licht sorgen. Hier ist die Kamera, ein Bildschirm, wo man unsere Hackfressen dann am Ende sieht. Und hier sind so ein paar Mikros, Texte und so weiter und so fort. Damit das hier alles läuft und gleich kommt Regie und Kamera und dann drehen wir hier die Testimonials. So Leute, die ersten Testimonials sind jetzt abgedreht. Und ja, jetzt habe ich erstmal frei bis
keine Ahnung, irgendwie so 2 Stunden oder so. Und jetzt nutze ich mal die Zeit, um euch hier ein bisschen die neue Kulisse zu zeigen, die neue Schule, wobei die eigentlich viel, viel riesiger ist als das, was ihr dann am Ende in der Serie sehen werdet. Weil wenn ihr euch hier mal so umguckt, das ist halt wirklich eine echte Filmuni. Und hier unten ist auch schon die erste Location, da stehen so ein paar Bänke und hier auch und da ist eine Bühne und so. Und das heißt Der Dschungel. Ich glaube, ihr seht auch warum. Das ist so ein kleines Tropenhaus. Ich kann jetzt leider nicht komplett runtergehen. Ich kann, ein paar Schritte kann ich euch mitnehmen, aber hier sind jetzt halt die Rasensprenger an und wenn mein Kostüm nass wird, kriege ich eine Menge Ärger. Hier sind auf jeden Fall Palmen, echte Palmen und das sieht alles ziemlich, ziemlich cool aus auf jeden Fall. Und dann geht es hier hinten weiter. Hier ist auch direkt ein rotes Absperrband, wo drauf steht Z nicht betreten, Spotlight. Hier ist, ich weiß gar nicht genau, was das ist so unsere, so ein bisschen sozusagen unsere Chill-Ecke. Da hinten liegt unser D-Rex, wenn ihr genau hinguckt. Da vorne, er macht eine Runde Haier, er schläft ein wenig. Da, wink mal, ich glaube, man sieht dich nicht, das ist voll weitwinklig. Genau, da ist unser D-Rex und hier spielt sich so alles Mögliche ab. Hier gab es eine Dating-Szene mit Toni und Yannick und ja, das ist ziemlich cool, diese Location, alles ziemlich bunt und wir hatten so einen Tape-Artist, der uns hier die Wände so ein bisschen designt hat. Hier sind die Schließfächer mit Sternen, weil Spotlight und so, hier entstehen Stars und Sternchen auf der Berlin School of Arts, ihr wisst, was ich meine. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall erstmal den Eingangsbereich. So, Freunde, hier ist der Eingangsbereich. Durch 2 riesige Tücher geht es hier rein, so weiße Tücher. Und dann ist hier auch schon der nächste abgesperrte Bereich. Hier ist halt eben auch Set. Das sieht man immer an so, wir haben so bunte Autoreifen. Und hier ist auch wieder ganz viel Tape Art. Und hier ist das Logo, die Berlin School of Arts. Ist allerdings erst nur vorläufig. Das echte ist, Moment, ich bin jetzt krass illegal und übersteige die Absperrung, weil ich ja zu Spotlight gehöre. Hier seht ihr das echte Logo. Das sind so, ja, so Holzbuchstaben mit Gold besprüht. Berlin School of Arts. Genau, so heißt das Ganze. Ding hier und ja, hier drin wird gedreht, hier spielt sich auch so alles Mögliche ab und hier nebenan ist die Cafeteria und die zeige ich euch jetzt auch mal. So sieht das Ganze in der Cafeteria aus, hier, das sieht man daran, es sind so überall auf den Tischen irgendwelche Sternchen aufgeklebt, daran erkennt man, hier ist Spotlight auf jeden Fall am Start, auch ganz viel Tape Art wieder an der Wand, alles schön bunt, fröhlich und frisch sozusagen. Und hier hinten, das ist ganz lustig, sind wie so Sitzeier. Die haben ein bisschen was von so Raumkapseln. Hier kann man auch ein bisschen chillen, kann man sich hinsetzen. Und hier geschehen auch mysteriöse Dinge in der Serie. Und ja, ansonsten gucken wir einfach mal, was heute noch passiert. Und ich nehme euch einfach mit. Ihr seid also weiterhin mit dabei und ich hoffe, es gefällt euch. So Leute, ihr müsst natürlich wissen, Jugendschutz wird bei Nickelodeon ganz groß geschrieben. Und der Valentin, der ist zwar nur hinter der Kamera unterwegs, das ist unser Social-Media-Experte. Der hat hier heute ein etwas freizügiges T-Shirt an und natürlich auch für den passenden Jugendschutz gesorgt. Ja, dahinter verstecken sich Brüste. Ja, fand ich lustig. Deswegen wollte ich es euch zeigen. Jetzt drehen wir für ihn eine Roomtour in der Base. Die kennt ihr ja schon. So Leute, ich habe jetzt gerade was ziemlich Komisches entdeckt. Also ich sitze hier gerade mit Valentin und wir drehen gerade diese It's Mo TV Vlogs. Und ja, guckt euch mal bitte kurz seinen Arm an und sagt mir, das ist doch nicht normal. Er kann diesen Arm, er kann ihn so unnormal weit nach außen renken. Ne? Mach mal. Guck mal, ne, mach mal nicht so, so, da, guckt euch das mal an, das ist doch nicht, ihr könnt mir nicht erzählen, dass das gesund ist, guck mal, das geht doch da so rein, hä, guckt euch mal meinen Arm an, wenn ich das mache, so, ich, hä? Ich glaube, schreibt mir mal irgendwie ein Krankenhaus in die Kommentare oder so, oder irgendeine Nummer, wo ich für ihn anrufen kann, damit er wieder gesund wird. Also Valentin, wirklich nichts gegen dich, ne, aber dein Arm ist komisch. Ja, jetzt drehen wir weiter. Wir folgen jetzt mal dem Roman, der steht da am Aufzug. Und die beiden Lochi-Jungs, die haben jetzt gerade noch gedreht. Weil, Herr Lochmann, bitte. Die beiden. Bitte da willst du noch sitzen. Herren Lochmann haben gerade gedreht. Nein, und Gebrüder Lochmann. Gebrüder von uns zu Lochmann. Haben gerade. Nee, ich nenne euch jetzt nur noch Gebrüder von uns zu Lochmann. Die Gebrüder von uns zu Lochmann. Habe ich nicht dagegen gehört. Die haben gerade noch gedreht. Und performt. Welches Lied habt ihr performt? Lieblingslied. Also, ne, der Song ist da schon 1,5 Jahre mittlerweile fast. Ja. Aber passt, also den kennen halt auch irgendwie die meisten. Den haben wir dann so gesungen noch in der Klasse. So Leute, wir sind wieder zurück im Kostüm. Wir sind back und ich bin ziemlich, ziemlich fertig. Die Lisa, die Ruby spielt, die sitzt da hinten noch in der Maske, aber die ist auch ein bisschen später gekommen als ich. Wann warst du da? Um 9, sagt sie. Ich war um 7.15 Uhr hier, also ist schon ein Unterschied. Kann sich auch mal noch ein bisschen drehen, das ist schon okay. Und du, wie lange bist du hier? Auch 9. Auch 9, ja, sie darf auch noch ein bisschen drehen, das ist alles genehmigt. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal mein Outfit wechseln, mich umziehen.
und dann mich nochmal ein bisschen abschminken, weil ich wurde natürlich auch ein bisschen gepudert. Ohne Witz, ne, wenn man Puder im Gesicht hat, die Stirn fühlt sich einfach an wie ein Babypopo. Noch mehr als ein Babypopo, das ist anders. Auf jeden Fall, ja, ich ziehe mich jetzt um und dann fahre ich nach Hause und dann werde ich noch ein bisschen Text lernen, tot ins Bett fallen. Und ich danke euch dafür, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog bzw. dieser kleine Einblick hinter die Kulissen von so einem Spotlight-Dreh gefallen. Und ich hoffe, dir auch vielleicht, obwohl du davon gar nicht so viel mitbekommen hast. Auf jeden Fall, so sieht so ein Drehtag aus. Von diesen Vlogs wird in der nächsten Zeit noch einer kommen. Also lohnt sich auf jeden Fall unten bei dem Kanal auf Abonnieren zu drücken, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich bin raus, euer Moritz. Ciao.